Okay, verrat mir noch mal. Was machen wir jetzt hier so nah an der Kamera? Naja, ich will mal was Neues ausprobieren. Wie was Neues? Naja, mal gucken, wie das aussieht, wenn wir etwas näher an der Kamera sind. Okay. Und? Sieht das gut aus? Weiß nicht. Müssen wir mal gucken, wenn es fertig ist. Ah, du versuchst so viele Sachen. Naja, lass mich doch mal. Okay, dann erzähl mal wenigstens die nächste Geschichte. Die nächste Geschichte. Von Isaac. Ah, von Isaac. Isaac und Rebecca, seine Frau, die hatten das gleiche Problem wie Abraham und Sarah. Wie, was für ein Problem? Hatten die kein Zuhause? Ah, nein, ja doch. Also, ne, sie lebten in Zelten, aber zu Hause hatten sie doch. Aber ein anderes Problem. Was denn? Die konnten keine Kinder bekommen. Wie? Keine Kinder bekommen. Rebekka war unfruchtbar, so steht es in der Bibel. Okay, und dann? Was haben die dann gemacht? Dann haben die gebetet zu Gott, dass Gott ihnen doch ein Kind schenken möchte. Und? Hat Gott das gemacht? Und nicht nur ein Kind, sondern als Rebekka schwanger war, da hatte sie Zwillinge im Bauch. Wie Zwillinge? Zwei Kinder. Zwei Kinder? Im Rauch? Im Bauch. Ne? War sie denn so dick wie du? Ey. Ja, war sie das? Vielleicht ein bisschen mehr als ich. Okay. Naja, zwei Kinder. Und die hatte von Anfang an Probleme mit ihren Kindern. Wieso denn das? Nein, wir lesen, die Kinder, die haben sich in ihren Bauch gestoßen. Wie gestoßen? Ja, die sind ja noch ganz klein, aber trotzdem haben die sich gestoßen. Hey, hör auf! Ja, schon im Bauch von der Mama. Oh nein. Oh, das war echt eine lustige Zeit für die Mutter. Nee, das war doch eine doofe Zeit. Ja, das meinte ich ja. Das war keine schöne Zeit. Und dann? Dann haben sie auch wieder zu Gott gebetet. Aber weißt du, was Gott ihnen gesagt hat? Was denn? Gott sagte ihnen: In deinem Bauch, Rebekka, da wachsen zwei Völker heran. Okay, zwei Völker. Aber ich dachte, das sind nur zwei Kinder. Ja, Gott meinte, aus den beiden Kindern werden zwei Völker werden. Ach so. Und okay. Und dann sagte Gott noch mehr. Und zwar sagte er, der Jüngere wird über den Älteren herrschen und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Hä? Was heißt denn das? Das war nämlich was ganz Seltsames, was ganz Außergewöhnliches. Wieso? Jetzt erklär doch endlich. Naja, das war damals so, der ältere Sohn, der hat alles vererbt bekommen, das meiste. Wie vererbt? Wenn der Vater und die Mutter gestorben sind, dann hat der älteste Sohn alles bekommen, was der Papa und die Mama gehabt haben. Okay. Und die Jüngeren nicht. Die haben weniger bekommen. Viel, viel weniger. Meistens zwar genug zum Leben, aber nicht so viel wie der Erste, der Älteste. Aha. Und das war so besonders? Ja, Gott sagte ihnen nämlich, nicht euer Ältester wird alles bekommen, sondern der Jüngste und noch viel mehr, der Älteste wird sogar dem Jüngsten dienen. Okay, und das ist ja total seltsam. Total seltsam. Und als die beiden geboren wurden, da gingen die Probleme mit den beiden weiter. Hä? Naja, zuerst wurde der eine geboren. Der hatte schon rotes Haar, war schon etwas rauer. Okay. Und den haben sie Esau genannt. Aha. Und der zweite Junge, der geboren wurde, der hat sich mit der Hand an der Ferse von seinem Bruder festgehalten. Wie Ferse? Weißt du, deine Beine, ja? Da, wo sie vom Bein zum Fuß rübergehen, da hat er sich festgehalten. Okay. Und dem haben sie den Namen Jakob gegeben. Und die beiden, die waren ganz unterschiedlich. Wie denn das? Der Esau, der war ein Jäger. Der war immer im Wald unterwegs oder draußen auf der Steppe und hat Tiere gejagt. Und das hat den Vater super gefreut, weil es gab immer leckeres Fleisch zu essen. Ah, ja, das kann ich verstehen. Das ist super. Hast du schon mal jagen? Nee, aber wenn ich von Cowboys und Indianern lese und Filme gucke, wenn sie die sonst jagen, das ist voll spannend. Das ist voll spannend, aber nicht immer erfolgreich. Und der Jakob, was hat der gemacht? Der war im Lager geblieben, hat die Schafe gehütet.
Der war so mehr der ruhigere. Okay. Und was? Was hatten die für Probleme? Du weißt doch, der Esau war der Älteste und sollte also alles erben, alles bekommen, was der Vater und die Mutter haben. Ja. Und eines Tages kam der Esau aber nach Hause zurück. Ja, von der Jagd. Und er hatte aber nichts gefangen. Und er war hungrig. Oh, ja, das ist manchmal so, wenn man jagt. Denn manchmal sind die Tiere schneller, laufen weg und man fängt nichts. Ja, und so ging es dem Esau. Und er kam hungrig zurück, richtig hungrig. Ja, ich kenne das. Ich habe einen Tag lang nichts gegessen. Da war ich so hungrig, da habe ich... Das sag ich dir lieber nicht. Wie, was sagst du mir nicht? Da habe ich so viel gegessen. Was hast du denn gegessen? Das sag ich lieber nicht. Na gut. Aber es war ganz viel. Naja, und so hungrig war der Esau auch. Und der Jakob, das war das Gute für den Esau, der dachte sich, ach super, ne? Wie, was denn? Naja, der Jakob, der hatte sich gerade eine Linsensuppe gemacht. Hä? Was sind denn Linsen? Kennst du Bohnen? Ja. Ein bisschen kleiner. Kennst du vielleicht Erbsen? Ja, kenne ich auch. Ja, sowas ähnliches, schmeckt aber anders. Aha, und der hat sich eine Suppe aus denen gemacht. Und der Esau dachte sich, ah super, der Jakob, der wird mir bestimmt was abgeben. Und, hat das gemacht? Nee, der Jakob sagte ihm, Esau, klar kannst du was von der Suppe haben, aber verkauf mir dein Erstgeburtsrecht. Hä? Was ist das? Das ist das Recht, das der Erstgeborene hat, dass er alles bekommt, wenn Vater und Mutter tot sind. Aha, und das wollte er haben? Und der Esau dachte sich, ja, Erstgeburtsrecht, ne? Das dauert noch, bis Mama und Papa gestorben sind. Und das ist mir jetzt nichts wert. Jetzt, ich habe jetzt Hunger, ich möchte jetzt was essen und jetzt. Ne? Und da hat er sich gesagt, okay, Jakob, Deal. Du kriegst das Erstgeburtsrecht und ich krieg von dir die Suppe. Und das hat er gemacht? Das hat er tatsächlich gemacht. Da hat er sich erstmal vollgeschlagen, gegessen und da gingen die Probleme weiter. Aber das ist fürs nächste Mal. Wie fürs nächste Mal? Man sollte vorsichtig sein, wenn man hungrig ist oder wenn man gar ganz dringend etwas möchte, auf was man sich für Versprechen einlässt. Okay. Na, so wie der Esau. Das hat für ihn nachher ganz viele Probleme gemacht. Und den Jakob hat das nachher auch Probleme gemacht. Wie denn das? Beim nächsten Mal erzähle ich die Geschichte. Noch nicht jetzt. Vielleicht sogar beim übernächsten Mal. Hey, nie. Erzähl jetzt. Nein, nein, nein. Das kommt später. Das ist für eine andere Zeit, nicht für jetzt. Ah, okay. Okay. Dann war es das für heute. Und wenn ich jetzt richtig zähle, haben wir heute Mittwoch, den 23. Hast du dich nicht erzählt? Ich muss nochmal nachgucken. Aber für die Weihnachtstage machen wir auch noch was ganz Besonderes. Oh ja, das hast du gesagt. Und warte drauf. Wir wollen am 24., am 25. und am 26. jeden Tag ein neues Video rausbringen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das angucken, wo wir die Geschichte von Jesus erzählen und der Geburt. Ah, ja, das solltest du mir erzählen. Das werde ich auch erzählen. Aber Geduld. Ne? Genauso wie mit der Geschichte mit Esau und Jakob, wie es weitergeht. Ah, nee, komm jetzt. Nein, gedulde dich. Doof. Ich weiß. So, alles Gute, liebe Kinder. Auf Wiedersehen. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit. Feiert schön. Ärgert eure Eltern nicht. Die Kinder werden doch nicht ihre Eltern ärgern. Wer weiß, vielleicht fragen sie nach etwas. Nee, das glaube ich nicht. Na gut, wenn du es sagst. Auf Wiedersehen. Tschüss.